ganz schön blöd aus der Wäsche, haben die Mein Kind sich Kreis geschaut. Terroristen mit Turban auf dieser grünen Wiese. Und ein Zelt haben sie auch noch mitgebracht. Kamen immer ein paar nette Holländer, haben gefragt, ob sie hier irgendwo ihr Zelt aufschlagen können. Die haben das auch getan und es war eigentlich so für unsere Mannschaft hier und Familie und für Kinder immer so eine kleine Attraktion, weil sonst passiert ja auch nicht so wirklich viel. Und die haben dann ihr Zelt aufgeschlagen, haben sich etwas verkleidet mit Turban und langen Gewändern, sich im Bad angehängt und sind dann hier ein bisschen rumgelaufen. Die niederländische Armee übt auf hessischen Äckern den Antiterrorkampf. Gibt ja auch ein paar mehr Berge hier als daheim. Dietrich Hunsmann kennt die Truppe schon seit Jahren. Dumm nur, dass von den offiziellen Stellen niemand davon wusste. Die Städte und Gemeinden, der Ortsvorsteher, die Bürgerschaft ist nicht informiert worden. Auch ich nicht. Das finde ich einen großen Skandal. Wir fragen nach. Das Verteidigungsministerium in Berlin weiß von nichts. Auch nicht das Auswärtige Amt, das Deutsche Heer oder das Polizeipräsidium Südosthessen. Vom Landeskommando in Hessen schließlich die Stellungnahme. Die Übung war angemeldet und dem Landeskommando Bayern bekannt. Eine Anmeldung für das Landeskommando Hessen lag nicht vor und konnte somit nicht den entsprechenden Stellen mitgeteilt werden. Aha, wir fragen nach beim Landeskommando Bayern. Es könne schon sein, dass sich die niederländischen Soldaten über die Landesgrenze hin verirrt hätten, sagt man uns hier. Verirrt? Von Bad Sodensalmünster zum Truppenübungsplatz in Wildflecken sind es Luftlinie 30 Kilometer. Auch Armin Hahn, ein Jäger aus Majos, machte vergangene Woche Bekanntschaft mit den niederländischen Invasoren und war, naja, wenig erfreut. Wenn diese Soldaten schon irgendwo in der Hecke sitzen, ich gebe einen Schuss ab und treffe möglicherweise einen im Hintergrund, das wäre sehr peinlich. Hätte also schlimm ausgehen können. Scharf geschossen hätten die rund 40 Marinesoldaten bei ihren Übungen nicht, versichert der Hessenschau das niederländische Verteidigungsministerium. Die Gegend um Wildflecken wurde von uns ausgesucht wegen der besonderen Geländemerkmale und den Möglichkeiten, Schießtrainings abzuhalten. Es ist schon das fünfte Jahr hintereinander, dass diese Marineeinheit Gebrauch macht von dieser Gegend. Es kann jetzt sein, dass auch befreundete NATO-Staaten, die Holländer, hier üben. Die sollen in Holland üben oder meinetwegen auf dem Grönland, aber nicht hier im Main-Kinzig-Kreis. Die Terroristenjagd im Spessart sollte wohl im nächsten Jahr besser kommuniziert werden. Auch wenn es nur verkleidet und mit Platzpatronen war. Der Landrat und die Gänse hier haben nämlich lieber ihre Ruhe.